Nummer 308, oder? Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet, nie wird er wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn, du bist seit Ewigkeit. Fluten erheben sich, Herr, Fluten erheben ihr Brausen, Fluten erheben ihr Tosen. Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser, gewaltiger als die Brandung des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Deine Gesetze sind fest und verlässlich. Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit für alle Zeiten. Des Namens Christi willen beschämt, seid ihr selig zu preisen. Denn der Geist Gottes ruht auf euch. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. In der Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
Schwestern, liebe Brüder, 2 Minuten Predigt. Das zeigt alle hin. Ja, es ist ja einleuchtend, dass ein Jünger nicht über seinem Herrn steht. Das verstehen wir doch alle, nicht? Wie auch ein Sklave nicht über seinem Meister. Damals gab es ja noch viele Sklaven. Und heute gibt es die modernen Sklaven, nicht? Wir wissen das alles. Unser Leben lang wird er der Herr bleiben. Jesus bleibt der Herr unser Leben lang, von dem wir immer neu lernen. Wir haben nie ausgelernt, immer neu. Deshalb ist auch das Evangelium immer neu. Ich entdecke immer Neuigkeiten. Ja. Ich sicher auch. Und an dem wir uns immer wieder neu orientieren müssen. Weil es aber solche gab, die den Herrn geschmäht haben, müssen wir damit rechnen, dass auch wir solche Erfahrungen mit den Menschen machen werden. Wir werden geschmäht und ausgelacht. Die Priester ganz besonders. Der Teufel hat wahnsinniges, das ist mir so zum Bewusstsein gekommen, der Teufel hat wahnsinniges Interesse, vom Priester zu trennen, zu spalten, kann er freier wirken, nicht? Ist mir aufgefallen so, das spüre ich. Ja, dann aber dürfen wir uns nicht aus Angst um unser irdisches, leibliches Wohlergehen den Herrn verleugnen. Oder die Botschaft, die er uns aufgetragen hat. Sollen uns nicht fürchten, das steht da 3-mal. Fürchtet euch nicht. Angst ist immer ein sehr schlechter Ratgeber, das wissen wir. Angst. Manchmal kommen so Ängste in uns hinein. In der Kindheit her, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich habe die Kriegserfahrungen gemacht, alle nicht. Ja, da kommt so Angst in uns hinein. Aber da müssen wir immer wieder versuchen, diese Ängste hinauszutun. Immer einfach zur Mutter Gottes gehen. Die hilft uns, sitzt der Weisheit. Oder zu Jesus. Jesus, ich vertraue auf dich. Ja, der nimmt uns unsere Ängste weg. Das Wort Gottes befreit uns von der Angst. Ist nicht so leicht, aber es passiert. Fürchten müssen wir nur den, der uns das himmlische Leben vorenthalten kann. Ewigen Leben haben wir heute gehört. Glaube an das ewige Leben. Fürchten müssen wir uns vor dem. Aber der kann uns nichts anhaben. Der kann uns nichts anhaben. Diesen Tagen las ich noch, der Teufel steht im Dienste Gottes. Er kann nicht machen, was er will mit uns. Wenn wir beten, wenn wir Vertrauen haben, wenn wir zu Jesus gehen, er steht im Dienste Gott. Er kann uns Schwierigkeiten machen, aber er hilft uns nur, dass wir noch mehr wachsen. In Glaube, Hoffnung und Liebe. Er hilft uns nur. Und wenn er das merkt, dann geht er bald weg. Ja, interessant. Und wenn wir uns Jesus ganz anvertrauen, Maria, dann sind wir geborgen und für immer gut aufgehoben. Ja, und da steckt ja noch so viel mehr drin. Ich kann das gar nicht alles erzählen, aber Vertrauen, Vertrauen, eure Haare sind gezählt. Das heißt, Gott kümmert sich um jedes Haar auf deinem Haupt, das heißt auch um das Herz, um die Seele. Er kümmert sich um jede Einzelheit. Wenn wir das glauben, im Vertrauen, dann kann es uns nur gut gehen. Und dann kommt das himmlische Leben immer näher.